Thank you, Frau Flick, for inviting me and thank Herzlichen Dank, Frau Flick, für die Einladung. Herzlichen Dank, liebes Publikum, dass Sie heute hier sind, um mich zu hören. Ich entschuldige mich, ich werde Englisch sprechen. Aber man sagt mir, dass die meisten von Ihnen mich dennoch verstehen. Und überdies habe ich ein paar Titel hier projiziert, damit ich Ihre Gedanken erreichen kann und Sie mich verstehen. Menschen sind problemlösende Wesen. Das heißt, wir neigen dazu, Probleme zu lösen, die wir erkennen, wenn wir das denn können. Evolutionspsychologen würden sagen, dass es sich hier um eine Anpassung der Spezie Mensch handelt, was uns enorme Vorteile bietet gegenüber den anderen Lebewesen. Manchmal ist das Lösen eines Problems aber das Schlimmste, was wir tun können. Es gibt Probleme, die wir manchmal einfach gar nicht lösen sollten, denn es gibt bessere Ergebnisse am Ende, wenn wir es unterlassen. Zum Beispiel eine Mutter, die ihr Kind beobachtet, das im Garten spielt, sich schmutzig macht, ihr Gesicht beschmiert mit Dreck. Dieses Engelsgesichtchen wird dann ganz schmutzig. Und die Mutter denkt natürlich an die Krankheiten, die ihr Kind bekommen kann. Und natürlich auch an die soziale Katastrophe, die es bedeutet, einen solchen Schmutzfink als Kind zu haben. Und deswegen interveniert sie und sagt, ihr Kind solle nichts Schmutziges mehr anfassen und ihre Fingerchen nur noch in kristallklares Wasser tunken. Die langfristige Folge ist ein kränkelndes Kind, dessen Immunsystem nicht frühzeitig Schmutz kennengelernt hat und sich so nicht vor Infektionen schützen kann. Wir sind ja als Menschen mit Infektionsgefahren in unserer Umwelt konfrontiert. Was also wie ein leicht lösbares Problem aus der Perspektive der Mutter aussah, führt zu einem weitaus komplexeren Problem, um dessen Bewältigung sich im Verlauf der Evolution Generationen schon bemüht haben. Ein anderes Beispiel. Ein Student der Geschichte, der die Details des 100-jährigen Krieges oder die Geschichte der Gegenreformation memorieren muss und Schwierigkeiten hat, sich die zahlreichen wichtigen Fakten zu merken. Natürlich versucht er, dieses Problem zu lösen. Und ganz unmittelbar fällt ihm ein, dass das Internet konsultiert werden könnte. Vielleicht ist es nicht nur Wikipedia, was er konsultiert, sondern auch andere Websites. Aber in jedem Falle konsultiert er das Internet, um die benötigten Informationen zu finden, die er dann, wenn er Aufsätze schreibt, mit den recherchierten Quellen abgleicht. So kann er zwar fachlich korrekte Aufsätze produzieren, langfristig aber wird er unweigerlich zum Amateurhistoriker, der über keine mentale Kartografie der für ihn interessanten Ereignisse verfügt und für jedes zu verifizierende Faktum erst den Computer konsultieren muss. Das heißt, er versuchte, ein unmittelbares Problem zu lösen und wird damit konfrontiert mit der eigentlichen Problematik. Im Fall des Geschichtsstudenten ist es so, dass er sein Gedächtnis ausgelagert und es damit verloren hat. Wir sind mit Hunderten von solchen Fällen konfrontiert. Wir können diese Logik auch als Gesetz der unbeabsichtigten Konsequenz bezeichnen. Und es gibt Hunderte von Beispielen, zum Beispiel den Versuch, das Problem von Infektionen mit Hilfe von Antibiotika zu lösen, was oft dazu führt, dass wir Bakterien generieren, die antibiotikaresistent sind und wir riskieren damit, die Lebenserwartung der Menschen auf das Niveau zu senken, das sie im 19. Jahrhundert hatte. Wir lösen das Problem der Tyrannei, indem wir den Tyrannen absetzen, um dann zu realisieren, dass damit nur seine Tyrannenherrschaft ein Ende findet. Eine Lektion, die wir alle aus den Geschehnissen im Nahen Osten gelernt haben. Und wenn es um Regulierung und den gigantischen Regulierungsapparat der EU geht, braucht es keinen Philosophen, der daran erinnert, dass die Regulierung eines Problems zu 10 weiteren Problemen führt, die gelöst werden müssen. Zum Beispiel gibt es eine Vorschrift, die sagt, dass Flüsse nicht ausgebaggert werden dürfen oder vertieft werden dürfen, weil das eine Gefahr für die Natur ist.
ist. Und wir haben uns in Großbritannien an diese Bestimmung gehalten. Und in unserer jahrhundertealten Geschichte ist es ja immer so gewesen, dass wir uns an solche Gesetze gehalten haben, wie in anderen Ländern Europas auch. Ergebnis, wir haben also unsere Flüsse nicht ausgebaggert und im letzten Winter hatten wir enorme Überschwemmungen. Der gesamte Südwesten des Landes wurde von Fluten heimgesucht und das war eine wesentlich größere Gefahr für die Natur und für die Tiere dort als das, was eigentlich ursprünglich gedacht war. Das heißt, diejenigen, die man schützen wollte, das war ja die eigentliche Intention des Ausbaggerungsverbots gewesen, waren erst recht in Gefahr. Wie lösen wir also Probleme? Das ist vielleicht die erste Frage, die wir uns stellen sollten und beantworten müssen. Wir verstehen, was unmittelbar das ist, mit dem wir uns auseinandersetzen müssen. Unmittelbar, das heißt kurzfristig sehen wir, wo das Problem ist. Langfristig aber sehen wir nicht, was mit der Lösung einhergeht. Und da haben wir noch einmal das Beispiel der Mutter und des Kindes. Wir sehen also unmittelbar die Gefahr, dass das Kind krank werden könnte, wenn es mit Schmutz spielt. Aber was langfristig das bedeutet, wenn man eben nicht mehr es im Garten spielen lässt, ist das, was Experten sehen. Zum Zweiten müssen wir den Aspekt der Verantwortung sehen. Wir wissen, dass wir permanent unter Beobachtung stehen. Andere beobachten uns permanent, ziehen uns permanent zur Rechenschaft, sagen, was du jetzt machst, ist richtig oder eben falsch. Und sie beurteilen uns natürlich mit Blick auf das unmittelbare Umfeld. Sie beurteilen die Mutter, die zulässt, dass das Kind im Garten spielt und den ganzen Dreck dort in den Mund nimmt. Und sie sagen, du kannst das Kind nicht einfach da am Dreck spielen lassen. Und die Mutter sieht sich zur Verantwortung gezogen und weiß, sie muss handeln. Und das Gleiche gilt auch für die Bürokratie und für Bürokraten. Es gibt in jedem Amt in einer Bürokratie eine bestimmte Aufgabe, die erfüllt werden muss. Zum Beispiel wird eine Behörde damit beauftragt, darauf zu achten, dass es Natur an den Flussufern gibt. Und das ist dann die einzige Aufgabe, auf die sich die Beamten, die Bürokraten dann konzentrieren. Sie müssen darauf achten, dass Flüsse nicht ausgebaggert werden, denn das schützt ja die Natur an den Flussufern. Man sieht also nur die einzelnen Elemente, sieht aber nicht mehr das große Ganze, sieht also nicht mehr die Verbindung, die organische Verbindung, die zwischen all diesen Elementen besteht. Das heißt, wenn man sich nur auf das Unmittelbare konzentriert, löst man natürlich ein Problem, aber sieht die größere Dimension des Problems und der Konsequenzen, die die Problemlösung selbst hat, nicht. Ich habe mich sehr intensiv in meinen Texten mit der Umweltproblematik befasst und da habe ich deutlich darauf verwiesen, dass es zahlreiche Beispiele gibt, die ich in Green Philosophy nenne, die belegen, dass das größte Umweltproblem, das wir heute haben, das ist, dass die Probleme miteinander verwoben sind und die Lösung für ein Problem der Auslöser für ein anderes sein kann oder ist. Mit anderen Worten, wir sind für unser Handeln oder Nichthandeln verantwortlich und wir sind verantwortlich, da wir frei sind. Es gibt aber natürlich den Druck von außen. Es gibt die Tatsache, dass wir beobachtet werden, permanent von anderen, die darüber achten, dass wir handeln. Und deswegen haben wir das Gefühl, durch diese Freiheit zum Handeln oder Nichthandeln gebunden zu sein, zulasten des Seins an die Welt des Tuns. Manchmal ist es aber richtig, zu sein und sein zu lassen. Dagegen ist es so, dass immer wieder gehandelt wird und es erforderte einen gestandenen US-Präsidenten, der einmal entnervt von seinen geschäftigen Beamten ausrief, tut nicht einfach irgendwas, bleibt einfach einmal stehen. Bekanntermaßen geben Muslime die Zukunft in Allahs Hand. Inshallah heißt es ein ums andere Mal in tausend und einer Nacht. Und man kann natürlich hingehen und sagen, ja, klingt nett, friedliche Welt, sehr natürliche Welt, frei von Konkurrenz, frei von Wettbewerb, Frieden zwischen den Menschen, ja. Das ist vielleicht die Idealsituation, so sieht sie aber nicht wirklich aus. Denn es liegt eben nicht alles in
Allahs in Gottes Hand. Alles wurde ihm entrissen und leidenschaftlichen Appellen zur Rache, zur Bestrafung religiöser oder tribaler Feinde, zur Unterdrückung der Schwachen und Enteignung der Erfolgreichen untergeordnet. Unser leichtsinniger Versuch, daran zu rütteln, zwang dem Nahen Osten die Institutionen auf, die für uns die langfristige Perspektive oder Nachhaltigkeit verkörpern, Demokratie, Nationalität und säkulare Rechtsstaatlichkeit. Institutionen, für die es im Islam kein Äquivalent gibt. Natürlich kann man die Frage diskutieren, warum sie nicht in den Nahen Osten gehören, warum sie dort nicht sind. Wenn wir die Geschichte betrachten, stellen wir fest, dass säkulare Regierungen, Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sehr europäische Erfindungen sind, die nicht einfach so übertragbar oder exportierbar sind. Und wenn man sie exportiert, dann schaffen sie mehr Probleme, als man lösen möchte. Wir müssen also erinnern, dass die Geschichte Europas in vieler Hinsicht verbunden ist mit einem gewissen Misstrauen gegenüber dieser unerwünschten Hilfe. Wenn wir die römisch-katholische Kirche sehen und Gottes Willen und sehen, dass am Ende gar nicht das dabei herausgekommen ist, was man herauskommen sehen wollte, die Emanzipation des Menschen, dann wird das sehr klar. Und natürlich hat der Mensch begonnen, aus Skepsis gegenüber dem Gotteswillen eigene Institutionen zu schaffen. Was bedeutet das für uns? Was heißt diese Erkenntnis? Können wir weiter so machen wie bisher? Natürlich gibt es eine Antwort auf diese Frage, denn wir organisieren unser Leben ja gemäß dem Prinzip der Verantwortung. Und das Wort selbst umfasst im Grunde, worum es geht. Es heißt gar nicht, dass man permanent handelt, aber man muss sich permanent rechtfertigen, antworten. Also, und das steckt ja im Wort drin, was wir tun, was das bedeutet, warum werden wir permanent gefragt. Warum machst du das? Warum machst du dieses? Warum lässt du dein Kind so oder so handeln? Und so weiter und so fort. Wir sind gleichzeitig konfrontiert mit dem europäischen Rechtssystem und mit den Institutionen einer repräsentativen Regierung, die ebenfalls den Aspekt der Rechenschaft und der Verantwortung impliziert und natürlich auch mit einem ganzen System von Ausflüchten und Entschuldigungen mit Blick auf das, was wir machen. Wir als Europäer sind Experten für die Ausflucht und die Entschuldigung, denn wir machen uns permanent gegenseitig Vorwürfe angesichts dessen, was wir tun. Wir wissen, dass manchmal diese Vorwürfe gerechtfertigt sind, manchmal aber auch nicht. Das Ganze prägt unser Handeln und Nichthandeln. Und es geht eben nicht nur um Zusammenwirken, so wie Herdentiere zusammenwirken. Es geht im Grunde um eine andere Art von Leben, um ein Leben in einem anderen Licht, im Licht des Urteils. Freiheit und Rechenschaft sind ein und dasselbe Phänomen von verschiedenen Seiten betrachtet. Unser in der Welt sein unterscheidet sich von der Existenz der Tiere und es unterscheidet sich vom für andere Dasein im sartrischen Sinn. Einfach zu ruhen heißt, Verantwortung für diese Ruhe zu übernehmen, sie als verdient zu empfinden, als Teil in der Gemeinschaft. Wie Frau Flick eingangs sagte, geht es genau darum, dieses Nichthandeln, dieses Nichtstun aufzugreifen als ein ganz wichtiges Element des Handelns. Wenn Sie sich einmal erinnern an die Bilder, die Sie von Gerichten, von Richtern
und anderen kennen, Porträts eigentlich insgesamt, dann stellen sie fest, dass Malern dieses Prinzip sehr wohl vertraut ist. Wenn der Maler das Porträt einer ruhenden Person malt, konzentriert sich deren Blick auf den Betrachter. Die Hände sind vor dem Bauch gefaltet oder liegen auf den Schuhlehnen. Und der Künstler malt dennoch nicht eine Person, die zufällig unbewegt ist, sondern malt jemanden, der in sich ruht, der sich nicht berufen fühlt zu handeln oder sich zu bewegen, dies jedoch tun könnte. Darum sind die Hände so wichtig in der Porträtmalerei. Sie symbolisieren den Willen zur Ruhe, da man ruhen kann. Und die Bereitschaft impliziert es, sich für Nichthandeln zu rechtfertigen. Ruhe ist, was wir erreichen, indem wir uns vom Handeln frei machen. Nur verantwortungsvolle Wesen können ganz und gar ruhen. Verantwortungsvolle Wesen wie Sie und ich. In der Natur gibt es dagegen außer dem Menschen nichts, was gänzlich in Ruhe wäre. Und der Mensch erreicht Ruhe nur mit großer Mühe. Es ist ein harter Kampf, von dem die würdigen Hände und Gesichter an der Wand zeugen. Mit anderen Worten, und hier komme ich noch einmal zurück auf das, was ich eben zum Nahen Osten gesagt habe, wir haben es zu tun mit dem Gesetz der nicht beabsichtigten Konsequenz und es geht nun darum, dieses zu überwinden, das heißt die Kunst des Seinlassens zu erlernen. Der Weg führt uns dabei durch die Institutionen. Wir kombinieren unseren individuellen Willen zu einem Willen und bilden so den Willen der Institution, die so gestaltet ist, dass sie die langfristige Perspektive umfassen, verkörpern und auf sie reagieren kann. Wie kann das nun funktionieren? Wie kann das gelingen? Es kann im Grunde nur Verantwortung geben, wenn es eine Art Gemeinschaftsverantwortung gibt, eine Art korporative Verantwortung. Und natürlich erkennen wir das in unserem Rechtssystem an. Es gibt die Verantwortung der Unternehmen. Wir erkennen an, dass es Einheiten gibt, die kollektive Einheiten sind, Unternehmen, Schulen, Universitäten, auch Kirchen, die gemeinsame Pflichten tragen und gemeinsam Entscheidungen treffen und die dann auch rechtlich gemeinsam dafür verantwortlich sind. Und das ist eine der großen Errungenschaften unserer Zivilisation, dass sie nämlich Rechtspersonen geschaffen hat, die Corporate Person, die verantwortlich ist da, wo in ihrem Namen gehandelt wird. Ich erlebte die Zeit, in der die Hälfte Europas unter kommunistischer Herrschaft stand. Heute erinnert sich vielleicht noch die Hälfte derjenigen hier überhaupt an diese Zeit. Aber ich erinnere mich sehr gut daran. Die kommunistische Partei war das Kernstück einer ausgefeilten Bürokratie, deren Hauptzweck darin lag, das Machtmonopol der Partei zu wahren. Nur ganz selten kannte man die Individuen, die Entscheidungen im Namen der Partei trafen und die Partei selbst wurde für diese nie zur Rechenschaft gezogen. Es gab Institutionen, die für die Partei agierten, die Schulen, die Universitäten, die Orchester, was auch immer. Wie gesagt, nicht alle teilen diese Erfahrung, aber es ist sehr wichtig, dass man diese Zeit erinnert. Denn sie helfen zu verstehen, wie juristische Personen zur Verantwortung gezogen werden können, ebenso wie Sie und ich zur Verantwortung gezogen werden können. Die juristische Person ist eine der großen Errungenschaften des römischen Rechts. Sie umfasst ein Netz von Rechten und Pflichten, aus denen die Regierungen und Verwaltungen unserer Nationen gewoben sind. Im englischen Recht haben wir den Trust, also den Treuhänder oder die Treuhänder, die das Eigentum halten und entsprechende Entscheidungen treffen. Wir haben hier also eine Rechtspersönlichkeit, die juristische Person. Und wir sollten, wenn wir uns mit diesen Fragen befassen, eben nicht nur die negativen Beispiele sehen, sondern durchaus auch die positiven. Zum Beispiel wohltätige Einrichtungen, karitative Einrichtungen sind ein gutes Beispiel für diese Trusts,
für diese Gemeinschaftsinstitutionen, auch Orchester oder eben auch Stiftungen. Was wäre Convoco denn anderes als ein solcher Trust for Charitable Purposes? Es wird betont, dass man hier zusammenkommt und gemeinsam agiert und das in karitativen und anderen Organisationen. Ein weiterer Punkt, der mir hier daher wichtig ist, ist der Mitgliedschaft. Mitgliedschaft in einer Institution oder Identifizierung mit einer Institution basiert auf Vertrauen. Trust, das Wort bedeutet ja Vertrauen. Institutionen haben Tugenden, an denen es Individuen mangelt, denn sie ermöglichen langfristiges Handeln, die langfristige Perspektive und eben genau dieses Gefühl der Zugehörigkeit. Wenn wir das Gefühl haben, dazu zu gehören, dann können wir verantwortlich agieren. Ein Beispiel, recht bekannt aus England, ist das der Privatschule. Hier werden die Treuhänder aufgefordert, Entscheidungen zum Wohl ihrer Mitglieder zu treffen. Das war so, das ist so und das wird immer so sein. Sie verkörpert die Erfahrungen von Generationen, von Lehrern und Mitarbeitern und ihr Platz in der Gesellschaft ist mit ihrem pädagogischen Charakter, ihrem pädagogischen Wert verwoben. Wer Teil einer solchen Institution ist, sei es als Schüler, Lehrer oder Treuhänder, wird mit deren Rechtspersönlichkeit identifiziert. Gleichzeitig ist der Ruf der Institution eng mit dem eigenen verbunden und umgekehrt, dieses Image kann man polieren oder man kann es beschädigen. Man kann davon profitieren und der Institution, auf die es verweist, dankbar sein. Und damit entsteht eine Bindung, die Zwang und Förderung zugleich ist, die einen ebenso bindet wie stärker macht. Und in der Sprache der deutschen Philosophen Fichte und Hegel ist die Schule damit Teil der Entäußerung ihrer Mitglieder, ihrer ganz und gar anerkannten Akteure in der Gesellschaft, in der sie leben. Und das ist sicherlich einer der großen Vorteile, die Institutionen bieten und der Grund, warum es so wichtig ist, Institutionen aufzubauen. Durch die Mitgliedschaft in einer Institution wird die Hyperaktivität beruhigt oder gedämmt. Und man teilt die Probleme mit anderen. Man ist konfrontiert mit den Angelegenheiten, die die eigenen sind, wie auch die der anderen. Man ist eingebettet auch in die Versuche, Lösungen zu finden für Probleme, die unmittelbar sind, die aber ebenso die kommenden Generationen betreffen. Und insofern ist der Aufbau von Institutionen oder von Institution einer der Vorschläge für die Lösung des Problems oder für einen Schritt in Richtung einer Lösung des Problems. Denn Institutionen stehen für diese gemeinsame Verantwortung bei der Suche nach Antworten oder Lösungen für Probleme. Institutionen helfen einem anders zu handeln, als man üblicherweise vielleicht handeln würde. Es kann richtig sein, zum Beispiel ein aktuelles Problem zu ignorieren oder es zu diskutieren, ohne eine Entscheidung zu treffen, wenn man im Interesse der Schule beispielsweise seine Wut auf einen rachsüchtigen Kollegen runterschluckt oder auf die Entlassung des Direktors verzichtet, nur weil dieser bei der Schultombola betrunken war und seine Rede nicht halten konnte. Jedes institutionelle Leben bedingt einen weitergestreckten Rahmen bei denen, die der Institution angehören, damit sich Verantwortung und Freiheit über die Sphäre des unmittelbaren Handelns erstrecken können. Diese Verstärkung des Seins erlaubt ein Gewähren oder Zulassen, das zugleich mit einem erweiterten Sein einhergeht. Und genau dafür stehen Institutionen.
Der Verfall einer Institution kann aber ebenso aus Inaktivität wie aus Hyperaktivität rühren. Ihre große Tugend, die Schaffung eines kollektiven Verantwortungsbewusstseins, kann in kürzester Zeit zu ihrem schlimmsten Laster werden, zur kollektiven Verantwortungslosigkeit. Damit sterben Institutionen. Sie können sterben durch Selbstgefälligkeit, aber auch als Opfer dieser kollektiven Verantwortungslosigkeit, was nichts an ihrer großen Bedeutung für uns in der modernen Welt ändert. Und das übernehme ich aus Hegels Rechtsphilosophie. Er betont ja, dass die bürgerliche Gesellschaft, die Zivilgesellschaft genauer genommen, und das ist für ihn viel wichtiger als der Staat, etwas ist, was besteht aus Institutionen, die wir bauen, freiwillig, auf freiwilliger Übereinkunft beruhend, um unsere Probleme gemeinsam zu lösen und nicht nur als Individuen. Und das ist ganz wichtig für das europäische Vermächtnis. Und es ist Teil unserer Fähigkeit, Probleme langfristig zu lösen. Wir müssen unsere Gesellschaft daher aber von unten aufbauen, über Schulen, über Vereine, über Gesellschaften, über Orchester und so weiter und so fort. Wir müssen zusammenkommen, wir müssen uns miteinander beraten, wir müssen Lösungen entwickeln, an denen wir teilhaben können, die wir teilen können. Der Aufbau einer solchen Gesellschaft von unten ist das wahre europäische Vermächtnis. Und deswegen ist die EU heute so umstritten, denn sie baut eben nichts von unten auf. Sie zwingt etwas von oben auf. Aber der eigentliche Weg, das Vertrauen, entsteht nicht von oben aufgesetzt, sondern entsteht nur von unten nach oben sich entwickelnd. Ich möchte zum Abschluss ein Beispiel nennen, das belegt, was ich meine und wie ich argumentiere. Mein Beispiel sind die Meistersinger von Nürnberg, ein großes Kunstwerk, das umstritten ist. Es wurde jährlich aufgeführt in der Nazizeit in Bayreuth. Und das ist ja ein Grund, warum es umstritten ist, und es suggeriert die Idee einer idealen deutschen Gesellschaft, die natürlich eine völkische Gemeinschaft war. Die Meistersinger von Nürnberg werden noch heute aufgeführt, aber oft in einer sehr aggressiven Inszenierung. Oft ist es so, dass die Künstler ihre Kostüme von sich werfen und sich dann an das Publikum wenden und sagen, so kann es nicht sein. Wobei wir, denke ich, erwachsen werden müssen. Wir sind nicht Teil dieser Generation und es gibt große Kunstwerke, wie eben dieses, die wir verstehen müssen in ihrer Bedeutung für uns. Und wenn eben die Meistersinger von Nürnberg umstritten sind, dann müssen wir dieses Werk aus der Kontroverse retten. Und ich verweise auf die Meistersinger, weil der Held der Geschichte eben nicht ein Individuum ist, sondern eine Gemeinschaft. Das ist die Gilde, die sozusagen die Seele Nürnbergs repräsentiert und den Dialog mit allen Individuen, allen Personen in Nürnberg führt. In dieser Oper haben wir zwei unverantwortliche Entscheidungen, die von zwei Individuen getroffen werden als Ausgangspunkt. Punkt. Zum einen haben wir Pogners Entscheidung, dem Sieger des Sängerwettstreits die Hand seiner Tochter zu geben, gleichgültig wer am Ende gewinnt. Eine sehr egoistische Entscheidung oder Herangehensweise Pogners. Und auf der anderen Seite die ebenso heftige Entscheidung Walters, mit der Tochter durchzubrennen, noch bevor der Wettstreit beginnt. Und das ist eine ebenso
egoistische Entscheidung, die hier getroffen wird, eine ebenso egoistische Herangehensweise. Das sind also zwei unverantwortliche Entscheidungen, die zwei Leben zerstören und viele andere Leben darüber hinaus. Und dann gibt es eben die juristische Person, die Corporate Person, natürlich repräsentiert durch Hans Sachs. Und es funktioniert über die Stimme der Musik, die die Ambition und die Egoismen der Charaktere absorbiert und zum Bestandteil der nachhaltigen Seele der Gruppe macht, sodass eine Lösung über die Unmittelbarkeit hinaus denkbar ist. Denn die unmittelbare Lösung ist möglicherweise eine, die zu weiteren Problemen führt, wohingegen eine langfristige Lösung die bessere ist, und diese besteht in der Wiedereingliederung aller in diese Gemeinschaft, die so stark von Fragmentierung bedroht war. Die Tugend des Nichthandelns ist das, wofür Hans Sachs steht. Er lässt es zu, dass die Ehe zwischen dem Mädchen und dem Mann, den sie liebt, möglich wird. Und die gesamte Gemeinschaft profitiert davon und drückt dies aus in der Stimme der Gemeinschaft. Und das ist das Essentielle, das wir mitnehmen müssen. Es geht nicht nur um die Erneuerung der Zivilgesellschaft oder, wie Hegel es nannte, der bürgerlichen Gesellschaft. Und es geht vor allen Dingen darum, von unten aufzubauen, indem wir durchaus auch einmal etwas aufgeben, auf etwas verzichten, individuelle Ambitionen aufgeben im Interesse der gemeinschaftlichen Ambition. Und das ist das, was ich empfehlen möchte, wenn es um das Nichthandeln geht. Danke.